Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es einen neuen DM-Haul für euch und dann würde ich sagen, starte ich doch einfach mal. Und zwar starte ich mit meinem Shampoo von der Marke Garnier Fructis und das Ganze nennt sich Kraft- und Glanz-Shampoo und wie ihr seht, habe ich mir das hier zweimal gekauft. Und das hat sage und schreibe 4,90 Euro insgesamt gekostet. Und das kostet pro Flasche 2,45 Euro. Dann geht es weiter mit der Marke Balea. Und zwar habe ich mir für 55 Cent hier dieses Duschgel gekauft. Viva Cuba nennt sich das. Und das duftet nach Limetten und Hibiskus und das habe ich mir auch schon beim letzten DM-Haul gekauft. Und wie ihr seht, das ist hier oben da eine Limited Edition. Wie gesagt, das hat 55 Cent gekostet und dann bleibe ich doch einfach gleich bei 55 Cent. Und zwar habe ich mir hier auch nochmal von der Marke Balea Dusche und Creme Melone gekauft und dieses Duschgel habe ich mir auch schon öfters gekauft, weil das gefällt mir nämlich sehr gut. Dann würde ich sagen, wechsle ich jetzt einfach mal kurz die Marke sozusagen und mache weiter mit meinen pflegenden Reinigungstüchern von der Marke BB. Und hier steht noch für empfindliche und trockene Haut und die kosten sage und schreibe 1,75 Euro pro Packung und insgesamt kostet das Ganze 3,50 Euro. So, und jetzt habe ich mir nochmal von Bilou Pink Melon gekauft. Das Bilou, das hat 3,95 Euro gekostet. So, Leute, und jetzt komme ich wieder zurück zu der Marke Balea. Und zwar habe ich mir hier meine Body Balsam Sensitive gekauft. Und die ist für empfindliche Haut gedacht, besonders milde Pflege, entspannt und beruhigt die Haut mit Aloe Vera. Und die hat 1,75 Euro gekostet. Und jetzt, Freunde, jetzt komme ich zu Produkten, die entweder neu sind, beziehungsweise die ich testen möchte. Und zwar fange ich dann einfach mal mit Gesichtsmasken an. Von der Marke Shebens habe ich mir einmal die Superfood-Maske gekauft. Neue Energie, spendet Feuchtigkeit, vitalisiert den Teint, oder wie das ausgesprochen wird. Und die ist für alle Hauttypen gedacht und die hat sage und schreibe, wartet mal kurz, 50 Cent gekostet. Die werde ich mal ausprobieren. Und jetzt komme ich zur letzten Marke hier, die ich auch schon bereits im Video erwähnt habe. Und zwar ist das eine Gesichtsmaske von der Marke Balea und die nennt sich Multimasking, wie auch immer. Und hier steht noch drauf, mit bunten Tonerden für normale und Mischhaut gedacht. Und hier steht noch drauf, bedürfnisgerechte Pflege und Reinigung der Gesichtszonen. Und da freue ich mich, falls ihr das eben nicht gesehen habt, hier ist das auch abgebildet, weil es sind nämlich zwei, Packung 1, 2. Und hier steht auch drauf, die erste ist halt für die Wangen, also die wird dann hier wahrscheinlich halt das Rosane sein. Und dann die zweite Packung ist für die T-Zone gedacht, also hier Stirn, Nase und Kinn. Und die hat 1,25 Euro gekostet. So, und jetzt komme ich auch schon zum letzten Produkt. Und da bin ich bei der Marke Balea wieder stehen geblieben sozusagen. Und zwar sind das Reinigungstücher. Fokussiert das jetzt richtig hier? Wie gesagt, Reinigungstücher. Es ist eine Limited Edition und diese Reinigungstücher sind mit Aktivkohle.
Es ist für normale und Mischhaut gedacht. Und hier steht noch drauf, wirksame Reinigung für Gesicht, Augen und Lippen. Und da bin ich besonders gespannt, wie das so funktioniert mit den Reinigungstüchern. Ob ich damit klarkomme, wie auch immer. Mal sehen. Und diese Reinigungstücher haben 1,25 Euro gekostet. So, Freunde, und das war jetzt auch schon das letzte Produkt, was ich euch in meinem DM-Haul zeigen wollte. Und insgesamt habe ich 18,20 Euro bezahlt. Das soll es denn jetzt mit dem heutigen Video auch schon wieder gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Wenn ihr ab jetzt da draußen keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.